So und herzlich willkommen zu einer nächsten Folge The Elder Scrolls 5 Skyrim. Und es sollte eigentlich die 56. Folge sein und wir sind hier gerade dabei. Der Braut, die man hier gerade noch so im Schimmer erkennen kann, ich weiß nicht, wo die hier schon wieder hingehen. Vielleicht gehen die gerade nochmal auf den Balkon, das heißt, es könnte unsere Chance sein. Das heißt, ich gehe mal kurz auf die andere Seite. So, das sieht doch schon mal nice aus. Ja, okay, die sind da. Ich weiß, wer nicht von uns sieht, aber es ist. Gute Freunde und Nachbarn. Ich wollte mir die Zeit nehmen, euch allen für euer Kommen zu danken. Ups. Vittoria, nein! Scheiße. Okay, warte mal, das müssen wir nochmal machen. Also wir wurden entdeckt und das will ich eigentlich vermeiden. Weil sonst sind wir gefickt, wir müssen nächstes Mal wieder auftauchen. Und das ist immer so ein bisschen critical, ne? So, jetzt sollten die sich eigentlich gleich bewegen. Das heißt, wir können schon mal hier wieder auf die andere Seite gehen. Mal gucken, wo die beste Position ist. Müssen wir unten. La 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 la, da kann man schön mitsingen hier. Die Lyrics direkt on screen. Sehr nett. So, jetzt kommen. Wer sieht uns? Verehrte Gäste, mein Mann Asgeier und ich möchten euch danken für euren Besuch und vor allem dafür, dass ihr die Liebe teilt, die wir... Vittoria, nein! Okay, warte. Scheiße. Egal, ich glaube, wir hätten es nicht geschafft. Die Braut wurde ermordet, so hilft doch jemand! Ich glaube, das gehört dazu, weil ich habe jetzt wirklich keine Position gefunden, von der man hier irgendwie ungesehen davonkommen würde. Nehmen wir erstmal lieber hier. Keine Ahnung, wieso ich jetzt in die Third-Person-Mode geswitcht bin, aber ich glaube, das ist jetzt einfach irgendwie gerade besser. Scheiß Wendel trifft mich, hasse sie. So, wo ist denn der Ausgang da? Leider kann man nicht teleportieren, während man hier verfolgt wird, also während hier Feinde in der Nähe sind, sonst wäre es natürlich nice. Aber jetzt müssen wir uns erstmal selber wegschlagen und versuche jetzt erstmal keinen zu töten. Obwohl, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich macht, glaube ich, keinen Unterschied. Naja, jetzt gucken wir erstmal hier, ob wir erstmal hier wegkommen. Das ist jetzt erstmal unsere größte Sorge. Warte jetzt. So, warte mal kurz, bevor die uns hier zum Milchbrei hauen. So, bewegen wir uns mal ein bisschen schneller voran hier. Ich gehe erst mit dem First-Person-Mode. Gefällt mir jetzt doch irgendwie besser. Kann man nach hinten gucken, eigentlich? Egal, es verfolgt uns noch nicht mal einer. Okay, das sind wirkliche Schlappschwänze irgendwie, warte mal. Okay, nice. Wir werden nicht mehr verfolgt. Das war jetzt irgendwie easy. Zu easy. Mal gucken, ob wir uns schon teleportieren können. Ja, geht schon. Okay, ich dachte, wir müssten uns jetzt hier ein bisschen spurten, weil die uns jetzt gleich mit Feuer und Flamme hinterherrennen werden. Aber nein, diese kleinen Wichser einfach... Scheiß drauf! Hat gerade jemand umgebracht! Nö? Hab einen Pfeil ins Knie bekommen, ne? Kann ich mal laufen? Also wenn ihr es noch nicht mitbekommen habt, ne? Irgendwie alle Pussys hier sagen immer, ich hab einen Pfeil ins Knie bekommen. Wenn sie irgendwie gegen Drachen kämpfen wollen oder so, ne? Ja. Naja, die Braut hat ihn halt in den Kopf bekommen.
Und bei der glaube ich es auch, weil, ne, also ich glaube, die sieht nicht mehr so lebendig aus jetzt. Naja, offensichtlich haben wir es jetzt geschafft, die zu ermorden, bisschen mit Umständen, aber mein Gott, diese 10 Meter konnten wir auch noch eben rennen. Gut. Das heißt, wir sind jetzt erstmal hier wieder drin. Können jetzt mal zum Arschtritt gehen. Die Kunde ist in aller Munde. Victoria Sie hat geblutet wie eine ausgestochene Sau. Ja, Mit Mann. dem Mord an Vicky habt ihr uns auf einen Vicky. Weg. Gut. Und nun zu eurer Belohnung. Ein einzigartiger Zauber. Ach ja, und natürlich erhaltet ihr einen Bonus dafür, dass ihr euch an die Anweisung gehalten habt, Vicky beim Sprechen zu ihren Gästen zu töten. Ja, yeah, Mann. Gold. Schlicht und einfach. Gebt es aus, wofür ihr wollt. Gut. Nun denn. Es ist Zeit, die nächste Phase. Ich bin mit Gabriella. Sprecht mit Gabriella. Sie hat mir bei der Vorbereitung des nächsten Auftrags geholfen. Jetzt gucken wir erstmal, was wir alles bekommen. 1000 Gold, Assassinengeist beschwören. Oder? Bruder, dey, Bro. Yo, Mann. Sis, what's up? Okay, Assassinengeist beschwören. Jetzt müssen wir erstmal gucken. Ich sprach. Alle. Assassinengeist beschwören. Benutze ich mal gerade. Gabriella. Sie hat mir bei der Vorbereitung eures nächsten Auftrags geholfen. Diese Sache mit dem Kaiser. Nice. Alle so. Sind daran beteiligt. Ich weiß nicht, wie lange. Warte mal, wie lange bleibt der? Steht das hier irgendwie dabei? Der bis zum Tod. Okay, das heißt. Den können wir. Oh. Das heißt, wir setzen den hier erstmal auch auf unsere Favorites, ne? Damit wir den hier mal schön griffbereit hier unten. Griffbereit hier unten. Nur einmal am Tag. Naja, ich habe keine Ahnung. So, wo ist denn Gabriella? Wo ist denn Gabriella? Warte, ich muss mir erstmal hier das anmachen. Gabriella! Magie nicht gewachsen wäre. Da, ich glaub, ja, das sieht aus wie ein Mann. Lieber Bruder, ich habe auf euch gewartet. Euer nächster Auftrag wartet, wie Astrid sicher bereits angedeutet hat. Ja, hat sie. Das hat sie wie lauten, die einst leiten. Da die Ankunft des Kaisers in Himmelsrand jetzt feststeht, wird sein Sicherheitsdienst, der Penitus Oculatus, sofort mit seinen Vorbereitungen. Okay. Für die Sicherheit ist ein gewisser Kommandant Maro zuständig. Astrid und ich haben einen Plan ersonnen, um den Mann zu brechen. Und zu so den brechen. Schutz des Kaisers zu... Ihr sollt den Sohn des Kommandanten, Gaius Maro, ermorden und bei seiner Leiche falsche Beweise hinterlassen, die ihn mit einem geplanten Attentat auf den Kaiser... Okay, verstehe. Er ist fest entschlossen, den Außenposten des Penitus Oculatus in Drachenbrügge zu verlassen. Und die Sicherheitsvorkehrungen geht jetzt dorthin. Beobachtet Gaius Maros Abreise und folgt ihm. Legt ihm einen Hinterhalt in einer der... Okay. Sobald er tot ist, versteckt ihn... und eine letzte ja. Sache noch. Wenn ihr euch euren Bonus verdienen wollt, dann tötet Gaius Maro nicht in Drachenbrügge oder auf der Straße. Tötet ihn in einer der... Okay. Dort wird die Leiche schnell entdeckt werden. Eben. Wenn ihr das tut... Olava ist eine alte und liebe Freundin und eine mächtige Seherin. Das Zeichen berechtigt euch zu einem Blick in eure Zukunft. Diese Gelegenheit solltet ihr euch nicht vergehen lassen. Was? Wandelt im Schatten von Gaius Maro und überbringt Wer kann in die Zukunft blicken? Wahrscheinlich bringt es überhaupt nichts, weil ich entscheiden kann, ja. Ja, Mann, yo, Astrid. Na, wir gehen jetzt, ne? Servus, schön, dich kennenzulernen. Bruder. Ey, Bro, yo. Bruder, Alter. Yo, man, jetzt geht's hier erstmal schön ab, yeah. Gut, jetzt geht's ab. Jetzt werden Mütter gefickt. Jetzt wird Gaius Maro hier von uns erstmal bestattet. Nee, Scheiße, nein, beschattet. Danach wird er irgendwann mal bestattet. Hey. So. Zack und zack. Oh. Was machen wir denn jetzt erstmal? Erstmal den Reiseplan klauen, würde ich sagen. Drachenbrügge.
Okay, müssen wir erstmal den Reiseplan stehen, weil wir wollen ja schon den Bonus haben. Ich meine, wir sind ja gute Auftragskiller. Und wenn wir hier uns wirklich anstrengen, dann schaffen wir das auch eben wirklich nicht auf der Straße zu killen oder in einer kleinen Stadt. Also nicht gleich in Drachenburg, oh, da ist er ja. Nein, wir werden warten. Keine Ahnung, wie viel extra Geld das wirklich bringen wird. Jetzt müssen wir erstmal gucken, ob wir irgendwie den Reiseplan stehen können, weil der ist hier in dem Haus. Ja. Das ist natürlich nicht so fein. Gut, das weißt du, mein. Das ist Kommandant Maro. Was? Was? Wir Jeff. Oh, ein Drache. Oh. Gehen wir mal erstmal hier schön ins Maul versuchen. Machen wir erstmal hier den fertig und danach kümmern wir uns um den Rest. Scheiße. Och, komm schon. Kannst du nicht hier irgendwo hinhocken, scheiß Teil. Hat der Tschüss bekommen und kommt nicht mehr. Wo ist der? Der hat echt. Hat er dich echt verpisst, der Wichser? Wer verliert Leben? Verdammt viel Leben. Alter, Mann. Der wird ja richtig zu Brei gehackt hier. Alter, gegen wen kämpft denn der bitte? Ja, nice. WTF? Wer hat den scheiß Drachen getötet? Ich dachte, ich bin der Einzige, der Drachen töten kann. WT fucking F, Mann. Ah, okay. Der wurde von Riesen, glaube ich, und Mammuts getötet. Deshalb bin der einzige Mensch, der dich töten kann. Ja, nice. Aber auch so ein bisschen scheiße, weil wir jetzt eine Drachenseele weniger haben, die wir am Schluss einsetzen können. Aber mei, wir werden wahrscheinlich eh nicht so viel brauchen, die wir finden. So. Zurückbleiben, Bürger. Ja, die Bürger. Zurückbleiben, Bürger. Nein, also. Spaß beiseite hier. Jetzt gucken wir erstmal hier, ob wir uns hier reinschleichen können. Sieht uns jetzt. Ich hoffe, da ist keiner drin. Weil dann haben wir, glaube ich. Lass mich in Ruhe. Okay, es ist zwar jemand drin, aber. Ihr habt euch wohl verlaufen. Die Taverne liegt ein Stück weiter die Straße entlang. Okay. Wir müssen uns jetzt nur hinstellen, dass er uns nicht mehr sieht, der Wichser. Gut. Haha. Also wenn ihr den Trick noch nicht kanntet, ihr könnt mit E halten, einfach Sachen herumschieben. Also wenn ihr jetzt hier so umeinander... Lasst das, wo es war. Okay. Eure Feinde werden bald gehen. Egal. Jedenfalls, wenn ihr die Sache dann mitnimmt und euch in eine Ecke stellt, wo euch keiner sieht, dann könnt ihr es immer noch... stehen und da schon wieder der Timer um. Alter, das geht echt wie am Fließband hier. Gut. Ne, ihr habt gesehen, okay, wir haben ihn jetzt noch nicht wirklich angeguckt, außer ihr seid so schlau und habt euch den durchgelesen in der kurzen Zeit. Gaius Maros Reiseplan. So, also, in Mordas. Ah, nee, am Mordas, genau, ist ein Einsamkeit. Warte, wann ist Mordas? Es ist wahrscheinlich der Montag bei denen hier. Es ist jetzt Tirdas, Alter. Ich weiß ja nicht, was Tirdas jetzt ist. Tirdas könnte Dienstag sein. Das heißt, er braucht ein paar Tage dahin erst. Warte mal, Tirdas.
Wird im Windhelm sein. Meint ihr, die hat diesen Tieren das? Okay. Das heißt, er wird im Windhelm Palast der Könige da sein und am Abend in Windhelm in der Kaserne. Midas und Turdas. Okay, also eben Montag ist, glaube ich, wirklich Montag. Montags Abend ist Montagabend. Tierdas ist Dienstag. Midas ging ja schon wie sie Mitte. Und Turdas ist dann wahrscheinlich Donnerstag. Gut. Das heißt, wir müssen uns überlegen, wo wir ihn wirklich umbringen wollen. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder und bringen diesen Wichser um. Okay, der nervt so ein bisschen, weil der ganze Zeit irgendwie Scheiße labert. Aber mein Gott. So, wir sehen uns im nächsten Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns. Servus.